Hallöchen ihr, denn alle vier und willkommen zurück. Ja, hier in Fallout 76 Wastelanders, nicht bei meinem Camp, ne? Wo es weitergeht mit den letzten täglichen und wöchentlichen Scoreaufgaben für diese Woche, ne? Und so. Im Anschluss daran, ich hoffe, es geht schnell hier rum, ne? Würde ich mich ganz gerne auch noch auf dem Private Server auf die Suche nach einem weiteren Campplatz machen, einer weiteren Location, wo ich mir eine kleine Farm bauen möchte, ne? Um wirklich effizient Klebstoff herstellen zu können mit den nötigen Pflanzen. Mal gucken, ob ich ein Plätzchen finde. Da wird noch ein bisschen gebaut, auf ganz entspannt. Doch jetzt erstmal hier gucken, was es überhaupt zu erledigen gilt. Es gilt, eine höhere Stufe zu erreichen, die Goldstern-Challenge zu beenden, 3 Rüstungswaffen oder Power-Rüstungsteile zu reparieren, ein Event und die tägliche Operation zu beenden, diese in einem kompletten Team, okay, und 3 legendäre Gegner zu killen. So, das steht dann bis heute. Wöchentlich ist es noch ein Event, eine tägliche Operation und einen legendären Gegner zu killen. Und dann haben wir da auch noch mal was mehr am Start. Gut, würde ich sagen, suche ich eine Gruppe und fang mal an hier. Doch vorerst möchte ich gerne noch dem lieben Rocklander meinen Dank aussprechen. Denn der, wie ich eben gesehen habe, folgt mir jetzt auch auf Twitch. Freue ich mich. Sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du da bist für dein Follow auf Twitch. Ich freue mich. Vielen herzlichen Dank. Finde ich cool. Mega. Okay. Gut. Genau. Schaue ich mal, ne, gruppenmäßig, ob ich da was finde. Kopfparasit ist auch ein schöner Name. Wunderbar. Alle da? Mega. Ich würde sagen, ich gönne auch nochmal ein paar Kisten hier und so. Wie viele Buffs haben wir jetzt? Haben wir jetzt viele? Guck mal, alle machen was auf. Boah, mega. Ich freue mich. Jungs, das ist echt klasse. Gut, würde ich sagen, I'm ready. Ihr auch. Pagemess. Pagemess. Auf geht's. Hier spricht die Bruderschaft. Die Verbindungsgeräte in dieser Gegend übertragen nichts mehr. Findet und repariert sie. So. Hier, ne? Lieben. Oh, Mann. Komm hier.
es läuft gut. Sehr gut. Skill. Zweite Kalibrierung gestartet. Schon besser. Nun bleibt in der Nähe und bringt den Auftrag zu Ende. Und hopp. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. Junge. Das war ja eine knappe Sache, hey. Sack, ne? Der Roboter, ne, nach wie vor echt richtig heftig, was den Schaden angeht. Na komm. Machen wir noch. Ne? Okay. Und letzte. Oh, mitten in der Ecke. Empfange das Signal eines Primärziels. Schaltet es um jeden Preis aus. Erfüllt mich mit Stolz, Team. Da oben, da hinten. Leben? Das war super. Mega. Sehr gut. Okay. Dann lass mal gucken, was bei rum kam. Problemlöser, Schlagring, Berserker, Bowie-Messer, Wort 94 Anzug, alles Klärchen. Hallöchen, lieber Dattelmatz, ich grüße dich. Du daddelst gerade Far Cry. Welchen Teil? Und haust dich dann in den Lurk. Alle klar, ich mach das mal. Uns geht's gut. Alles bestens. Wunderbar. Ich hoffe dir auch, mein Lieber. Danke fürs Reinschauen. So, was muss ich machen noch? Event und Co. und bla und blub. Das kann man eigentlich alles hier auf dem Private Server machen. Würde ich sagen. Switch ich mal um. Ne? Und dann schauen wir mal. Okay, gut, dann eventmäßig.
gnadenlose Zensus beim General Steakhouse hatte ich auch noch nie in der Nähe. Da haben wir die Strahlenschlägerei. Komm, lass mal gucken, was hier mit dem ist. Und so. Gut. Hat echt lang geladen, hey. So. Wo startet denn das Ganze? Da oben auf dem Dach oder wie? Scheint so. Far Cry 5, okay. Kommt nicht an dem Moor oder die Coolness von Part 3, Primal oder 4 heran. Suche Lebensformen. Teil 5, war das der Teil mit dem... mit dieser Sekte? Wo am Ende die Atombombe gezündet wird oder wie? War das der Teil? Diese Familie? Weil der dritte Teil, das war ja der mit Vars, ne? Der vierte war das mit diesem komischen, erster Teil, ja, okay, genau. Ich fand generell Teil 3, was den Bösewicht anging, immer noch am besten. Nur zumal auch die Stimme von Matt Damon ja hatte. Ich glaube sogar auch von Matt Damon im Original gesprochen worden ist. Himalaya, genau, im vierten Teil. Boah, Alter, komm, ja, fang mal an, ey. Meine Fresse, ja. Alter. Ich bin's Gerede hier. Nein. Ich weiß, den vierten, der hat mir auch überhaupt gar nicht gefallen. Beziehungsweise der fünfte. Feindliches Ziel an. Initiiere Suche nach feindlichem Ziel. Zweigen so ein gläubiger Hipster-Bösewicht irgendwie. Ich weiß, hat mir nicht gefallen. Habe ich auf den sechsten bin ich auch mal gespannt. Ne? Jetzt wieder so ein ganz anderes Eck in der Welt. Ja? Bleibt spannend. Kalibriere Suchparameter nicht. Du hast einen Supermutantenhund mit Tierfreundschaft. Ich habe es noch nicht probiert. So, wollen wir noch einmal. Ah, da oben. So. So, das Auto ist mit so riskant hier. Aber er mit seinem Michael Jackson Move ist echt cool. Fallout ist eine Mischung. Echt? Geht so in Richtung Fallout? Echt? Ist ja nicht eher so hier Richtung. Also Setting ja irgendwie Brasilien, Drogenboss und so ein Scheiß. Mit Revolution der ganzen Kusch. So ein Far Cry, ne, so postapokalyptisch, wäre mega. So. Suche Lebensformen. Geht schon Richtung Impro-Waffen, okay. Also kannst du viele Waffen modifizieren, oder wie? Das ist ein Spiel, das kam irgendwann mal in der Vergangenheit. Oh, der Trailer. Habe ich mir angeguckt. Okay, klingt cool.
Aber seitdem auch mich nicht mehr wirklich drüber informiert. Level up, Glückwunsch, Stufe 223. Freue ich mich. Jetzt ist vor kurzem halt mal wieder ein Thumbnail auf sämtlichen, ja, auf sämtlichen Plattformen gesehen. Da fiel mir ein, ah cool, Far Cry 6 kommt ja auch bald. Ja, mal gucken, mal reinschauen. Mal reinschauen. So, hast du jetzt hier alles fertig gezählt? Ich habe bei 3 aufgehört, mein Lieber. Oh, ist auch so ein Event, ne? Das dauert ewig. Komm hier, kannst umdrehen, ist alles vorbei. Gibt nichts zu gucken. Erwartungswerte. So. Fertig. Bitte schön. Zensuskorrektur verzeichnet. Wunderbar. Und Rang 72. Super. Okay. Cranberry Fleischklops. Aber ich glaube, das kann ich alles schon hier. Ne? Gut, dann die 3 legendären Gegner. Ich glaube, das ist so das Spannendste hier, die zu finden. Ist Lightwolf-Event wäre halt echt super, ne? Wenn das procken würde. Gut, schauen wir mal an den üblichen Stellen vorbei. So, der zählt nicht als legendärer. Bote auch nicht. Also ich probiere mein Glück wieder in West Tech und beim Golfplatz. Schauen wir mal. Okay, das war ein legendärer. Ah, der Klärchen. Gut, sind es hier nur noch 2? Guck mal, da ist ein legendärer. Cool. Schon mal einen zweiten. Wo gehe ich jetzt hin und loote den? Noch nicht, ne? Ich warte noch. So. So. Komm her, du Lurch. Das war der letzte. Sehr schön. Und Rang 73. Mega. Cool. Glückwunsch. Sphere können sich Emotes freischalten als Zuschauerbelohnung. Ja, aber da müsste ich den erstmal zuglotzen, ne? Eine gewisse Zeit lang. Und dann. Stimmt. Das könnte gehen. So. Gut. Müsste ich mal gucken dann, ne? Ich glaube so hier per Copy-Paste aus dem Chat raus. Ob das geht, weiß ich nicht. Beantragung auf Absegnung war. Ja. Könnte man auch machen. Direkt bei Bethesda. Hier, ich supporte euer Spiel, ne? Seit Jahren. Lass mal rüberwachsen. So nach dem Motto. So, also. Genau, 50 Follower habe ich gestern nach dem Resident Evil Stream erreicht. So direkt nach dem Ausschalten, 5 Minuten später, kling, kling. Haben wir die 50.
Aber für den Affiliate reicht es noch nicht ganz. Da brauche ich jetzt noch, wie gesagt, diese regelmäßige Zuschauerinteraktion, damit ich dann diesen letzten Stepstone auch noch fertig habe. Aber es rennt ja nicht weg. So. Gut, also jetzt hier die Waffen und Powerrüstung reparieren. Habe ich da was irgendwie, was repariert werden muss? Die Handmaids und meine Rüstung. 1, 2, das könnten wir vielleicht hinkriegen. Schauen wir mal. 10 müssen irgendwie durchschnittlich gucken. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich glaube, ich brauche mindestens 3 Zuschauer über einen gewissen Zeitraum. Und das regelmäßig. Irgendwie so ein Ding ist das. Müsste ich nochmal schauen. So, reparieren. Unten. Und so. Kommt auf. Der Mann und du. Schaut meine Fallout-Folgen. Cool, freue ich mich. Schön. Freue ich mich sehr. Genau, auf Twitch bin ich auch schon seit Ewigkeiten. Gefühlt irgendwie. Aber es ist schön, dass euch gefällt. Motiviert einen, ne, dann dran zu bleiben an der Sache. So. Dann mache ich das mal und repariere erstmal hier den ganzen Bombs. In der Hoffnung, ich habe genug Stuff. Weil wenn nicht, ne? Also, das hier. Und das hier. Jetzt brauchst du nur noch eins, ne? Die Waffe noch. Die da. Mega. Ja, Wunderbärchen. Dann ist das doch hier auch erledigt. Gut. Alles rum. Alles erledigt für diese Woche. Ich bin sehr froh darüber. Schau ich doch direkt mal, was bei rumkam hier. Ne? So, für Rang 72 gab es einen Rüstungsass-Skin. Okay. Und für Rang 73 ein Tragekapazitätsbooster. Okay. Alles klärchen. Wunderbar. Sehr schön. Hammer das. Dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt auf die Suche nach einem geeigneten Platz hier für meine kleine Farm. Ja, das Ding habe ich ja komplett abgebaut. In der letzten Folge war es. Und das gilt es jetzt umzusiedeln. So. Irgendwo auf einer flachen Ebene mit vielleicht einer kleinen Wasserstelle, aber möglichst flach. So. Mal schauen, ob ich das finde. Eine Ewigkeit später. So mitten auf die Gas. Oder ich gehe halt noch ein Stückchen rein und scheiß auf das Wassergebiet. Aber da geht's wieder hoch, ne? Okay, wie sieht's denn auf der anderen Seite aus? Hier so. Wo verläuft der Radius? Ich sehe es gerade nicht. Da entlang. So. Viel Stein und so kruscht. Aber es wäre ein bisschen außerhalb, ne? Ich glaube, ich probiere es mal hier. Okay. Schauen wir mal. So.
könnte man sich ja dann eigentlich, warte mal, da gibt es ja diese kleinen Brücken auch, ne? Dann will ich sogar vielleicht doch noch ein bisschen hier auf die andere Seite Platz lassen, quasi so als Eingang irgendwie hier, vielleicht bei dem Schild auch sogar, ne? Dass man sagen kann, ich mache das bis hierhin ungefähr. Versteckt den ganzen Lurch hier im Baum. So. Ja. Okay. Da könnte man ja hier quasi diese. Kommst hier an? Baust hier die Brücke. Oh, Sonne, bist echt ein Arschloch gerade. Baut hier irgendwie so eine Brücke drüber und dann kann man hier die ganzen Felder hinpimmeln. Und ich hätte es ganz gerne noch irgendwie so einer kleinen Mauer irgendwie versehen. Dass man hier irgendwie so eine Mauer drum zieht. Kleines Steinmäuerchen. Und dann sollte das ja passen. So. Gut. Schau ich mal, was bei rumkommt, würde ich sagen. Guck ich mal. War das bei Sonstiges? Diese ganzen Brückenelemente. Die hier meine ich. Ja, genau, die hier. So, dass du sagst, du baust. Baust hier irgendwie eins hin? Das ist die Sache, wie hoch die gehen, ne? Irgendwie. So. So machen wir das mal hier hin. So. Und das andere jetzt. Da dran. Spiel. Da dran, genau, aber macht er nicht. Boah, der Lurch. Boah, das hasse ich halt nach wie vor in Fallout. Dieses Baumenü, das ist. Ey, da kriegst du jedes Mal irgendwie Brechpickel auf der Rosette. Das ist furchtbar. Komm, bau mal dran den Lurch. Dann machen wir das so. Und jetzt hat er. Jetzt hat. Ich frage nicht warum. Ich frage nicht warum. Okay, ist egal. Gut. Also, haben wir das hier? Gehen hier rüber. Kommen hier hin. So. Dann würde ich ganz gerne noch irgendwie ein Mäuerchen hinbauen. Wo gibt es jetzt dieses neue Ziegelhaus-Mäuerchen? Ich glaube bei den Wänden. Ne, bei Schutz ist das. Genau, genau, genau. So, willkommen in der Nachbarschaft. Dankeschön. War ein echt guter Tipp. Vielen lieben Dank. Guck mal, hier irgendwie so, genau. Hier erstmal so einen dicken Protztor irgendwie hin. So das Jurassic Park Eingangstor irgendwie. Aber es geht halt hier dann runter auch, ne? So, gibt es da noch andere Tore? Ja, oh, mega, genau sowas. Genau sowas, aber es passt hier nicht hin, ne? Dann erst halt ein Stückchen weiter hier. So. Pimmel ich hier die Wand dran, oder wie? Ich bin auf
auf dem privaten Server, aber hallo, mein lieber Silberfuchs. Danke fürs Reinschauen, schön, dass du da bist. So, aber das ist natürlich, das ist jetzt wieder kacke hier, ne? Das sieht nicht gut aus. Können wir es irgendwie hier wegretuschieren? Und dann... Da noch eine Mauer dran? Nee, ne, das geht nicht. Okay, also Ziel ist es dann hier so einen kleinen Schutzwall drumherum zu bauen, ne? Irgendwie. Aber... Es fehlt ja noch eine Option, ne? Irgendwie alles platt zu ebnen. Können wir es da noch ein bisschen weiter reinbauen? Irgendwie. Was schwebt halt auch, ne? Hier an dem Eck. So, oder nicht? Komm, klick dran den Rotz, machst du nicht. Oder wie, oder wo, oder wer, oder was? So. Okay. Mal verwerten. So. Also haben wir das. Okay, das deckt jetzt wieder dran. Alles klar. So, dann geht es bis hierhin. Das ist halt da wiederum kacke, ne? Dass du hier dieses Ein-Ausrast-Mechanik. Wäre geil, wenn es das auch noch hier für das öffentliche Camp gäbe, ne? Da macht er das jetzt so. Das heißt, ich müsste den hier... mit der Seite hin hier bauen. Macht er das dann? Ja! Ja, cool. Da geht es ja doch irgendwie. Holla die Waldfee. Aber ich muss sagen, es sieht toll aus. So ein bisschen. So. Ne, wie toll man Sachen schönreden kann. So, dann geht's hier rein. Tralala, dann hat man hier die ganzen Feldplantagen. So. Ist jetzt die Sache, ob ich mir irgendwie noch so ein kleines Häuschen hinbaue? Oder nicht? Ja, mit Zugang zu meinem Unterkünftchen. Würde ja eigentlich vielleicht so übers Wasser vielleicht noch hinpassen. So hier in das Eckchen. Ähm,
nichts mehr. Es ist furchtbar. Okay. Okay. Kann man sich überlegen, ob man dann hier, wie gesagt, ein Häuschen noch hinbaut. Und dann geht man hier rein und hat hier wirklich alles randvoll mit den Plantagen. Ich muss natürlich auch gucken, weil Mais und der ganze Bums, der frisst hier echt ordentlich viel an Baubudget, ne? Dass ich das nicht allzu voll plakatiere hier. Aber dann hat man wirklich hier eine schöne Reihe mit Mais, Klingenkorn, den ganzen anderen Krusch, den man noch braucht. Und dann wird das hier eine schöne Sache werden. Ich bin da echt zuversichtlich. Vielleicht kann man diese ganzen Zwischenräume hier irgendwie noch mit Deko-Elementen ausschmücken. Ich weiß nicht. Ich würde das erst aber dann wirklich am Ende machen, wenn der ganze Krusch angepflanzt ist. Ich weiß es nicht. Okay, gut. Haben wir es doch geschafft. Wo ich den hinsetze, weiß ich auch noch nicht. Ne? Den würde ich auch gerne irgendwie verstecken. Komm, lass mal gucken, ob man den hier oben irgendwie draufsetzen kann. So. Klug. Geht das? Ja. Würde gehen. Würde das auch hier oben irgendwie gehen? Okay. Dann haben wir nicht den gleichen Radius auch. Und dann bauen wir das auch hier oben hin. Ist es nicht im Weg. Und dann sieht das doch wirklich richtig gut aus. Hey. Haben wir doch einen schönen Platz gefunden. Mit Hilfe von euch. Liebe Mary, ich danke dir. Echt ein richtig schöner Spot. Und ja, das Ganze wird dann natürlich auch noch weitergebaut. Ich mache mich auf die Suche, farm noch ein bisschen Holz und hasse nicht gesehen und alles. Und dann wird das in den nächsten Folgen hier weitergebaut und fertig gebaut. Ihr Lieben, ich freue mich. Coole Sache, auf jeden Fall. Und damit bedanke ich mich auch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Willst du mir Holz anbieten? Ja, das brauchst du nicht. Das hole ich mir alles. Geht ganz schnell. Ich habe da meine Farmspots. Das habe ich in 0,0 nichts zusammen. Das passt schon. Ich meine, ich bin so ein Typ, ich farme die ganzen Krusch gerne selber zusammen. Dann hat man irgendwie auch mehr davon. Aber trotzdem, danke fürs Angebot. Ist lieb von dir. Hast mir mit der Location hier wirklich schon sehr, sehr gut geholfen. Gut, ihr Lieben, so, jetzt aber, ich mache Feierabend, ich muss den ganzen Bums hier noch zusammenschneiden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.